Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von meinadventskalender.de. Ich habe heute die große Freude, euch einen meiner Highlights aus diesem Jahr vorstellen zu dürfen, denn ich zeige euch heute den Hanfkalender vom Hanfmagazin. Der ist gespickt mit 25 Überraschungen rund zum Thema Hanf. Und ihr habt richtig gehört, in dem Kalender findet ihr noch ein 25. Türchen, und zwar am Silvestertag. Finde ich eine richtig gute Idee. Wir finden in dem Kalender die beste und größte Auswahl an Hanfprodukten, die es überhaupt in Adventskalendern gibt. Und hier wurden speziell einige Dinge nur für diesen Kalender hergestellt. Das bedeutet, ihr seid einer der Ersten, die hier Produkte testen können. Der Gesamtwert liegt weit über 400 Euro. Ich kann euch versichern, dass das auf jeden Fall auch stimmt. Denn die einzelnen Produkte, vor allem die hochwertigen Öle, kosten einzeln sehr, sehr viel Geld. Ihr bekommt den Kalender für 149,90 Euro und der ist limitiert auf 1000 Stück. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, noch rechtzeitig zuzuschlagen, bevor die vergriffen sind. Auf der Rückseite findet ihr übrigens nochmal einen Rezeptvorschlag für ein 3-Gänge-Weihnachtsmenü, wo auch einige Hanfprodukte verwendet werden, wie zum Beispiel bei der Vorspeise Hanfsamen und Hanfsamenöl. Ich finde, das hört sich richtig gut an, dieses 3-Gänge-Menü. Wer Lust hat zu kochen, kann mich gerne einladen. Und auf der Seite hier finden wir nochmal alle Unternehmen und Firmen, die hier die Produkte zur Verfügung stellen. Ich würde sagen, wir beginnen aber direkt mal mit Türchen Nummer 1 und schauen, wie der Kalender denn so aufgebaut ist. Öffnen wir jetzt also gemeinsam Türchen Nummer 1. Mal gucken, was wir hier alles finden. Bio-Hanfsamenöl, 50 ml von Hanfextrakte. Außerdem eine schöne Polsterung für alle Flaschen. Die Hanffasern. Und hier sehe ich noch Zettelchen. Einmal eine Information für die Hanffasern und einmal zum Hanföl. Aber kommen wir erstmal zu dem Hanfsamenöl. Ich freue mich richtig. Das gibt es wirklich auch tatsächlich immer bei mir zu Hause. Ich habe immer Hanfsamenöl zu Hause, weil das einfach das gesündeste Öl ist, was es eigentlich gibt. Wir haben hier kaltgepresstes, ungefiltertes und nicht raffiniertes Öl. Beim Hanfsamenöl ist das Besondere, dass es 25 mal mehr Omega-3 und 50% weniger gesättigte Fettsäuren als Olivenöl besitzt. Es ist also tendenziell auf jeden Fall besser als Olivenöl zum Beispiel. Wir haben hier, glaube ich, 80% ungesättigte Fettsäuren und die perfekte Balance zwischen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren, was bei Speiseölen sehr selten zu finden ist. Glaube ich sogar gar nicht. Die liegen weitaus höher. Hier ist es die optimale Balance zwischen 3:1. Zu den Hanffasern. Das findet ihr in jedem Türchen. Die kleinen Flächen müssen ja geschützt werden. Das ist ganz weich. Und hier dann nochmal die Hinweise. Finde ich ganz cool. Das könnt ihr vielleicht auch aufheben, dekorieren. Ich benutze es zum Beispiel, um noch einen anderen Kalender zu basteln und zum Beispiel auch zum Geschenke verpacken oder auch für Pakete, um die zu verschicken, wenn ihr da mal ein bisschen was zum Polstern braucht, keine Zeitung da habt oder keine Luftpolsterfolie, ist das natürlich auch klasse. In Türchen Nummer 2 finden wir diese kleine Hanfpraline von der Firma Zotter, die ist vegan und hier wurden Hanfsamen verarbeitet. Zotter ist eine sehr bekannte Firma, gehört ja zu den besten Schokolatiers der Welt. Und wir haben hier auf jeden Fall eine sehr hochwertige Fairtrade-Schokolade, die euch hoffentlich lecker schmecken wird. Türchen Nummer 3 beinhaltet Bernsteinextrakt. Wir haben hier also einen Hanfextrakt von 19%. Ich öffne das mal für euch. Das sieht dann so aus, das ist so eine kleine Schatulle und hier wurde das Hanfextrakt in Kokosöl eingebettet. Wir haben hier 1 Milligramm, das ist also echt nicht viel, aber 19% Hanfextrakt sind halt echt eine ganze Menge, sodass man diese kleine Menge sehr sparsam verwenden kann. In Türchen Nummer 4 finden wir diesen Hanf-Kirschriegel von Hanffarm. Ist natürlich auch Bio, hat das Ökosiegel und ist vegan. Hanfsamen ist ja an sich vegan und unterstützt hier eine pflanzliche Lebensweise. Wir haben hier alle essentiellen Aminosäuren und Fettsäuren, die sich für den Menschen positiv auswirken und notwendig sind.
Auf der Rückseite finden wir dann nochmal ein paar Hinweise zum Unternehmen. In Türchen Nummer 5 finden wir hier ein Hashcoin aus Haschisch, also gepresste Blüten der Cannabispflanze, und ist also hauptsächlich auch CBD, hat keine psychoaktiven, berauschenden Wirkungen, also keine Sorge, das lässt sich ganz leicht anwenden, das lässt sich ganz leicht zerbröseln und weiterverwenden, hat so ein ja, zitronenartigen, aber süßlich scharfen Geschmack, ist sehr interessant, muss ich sagen. Im nächsten Türchen bekommt ihr jetzt das erste Mal ein CBD-Öl. Hier also echtes Full-Spektrum-Öl mit ganzen 2% CBD. Das ist relativ wenig, es ist auch eine Verzehrsprobe mit 200 Milligramm. Und hier steht auch nochmal, dass CBD nicht psychoaktiv ist und lediglich den Körper entspannt. Also es hilft zum Beispiel bei Einschlafen oder anderen Entspannungsproblemen. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren und euch selbst ein Bild davon machen. Ich bin davon wirklich begeistert. Man merkt die Wirkung auch direkt. Und ja, bei dem Öl finde ich nicht ganz gut, dass hier Palmöl verwendet wurde. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Weiter geht's mit einer ganz tollen Besonderheit. Ich bin begeistert, denn es geht weiter mit so einem CBD-Duschtab. 30 Milligramm CBD und sorgt für eine prickelnde und aromatische Dusche. Ich kenne das noch gar nicht, für mich ist das komplett neu. Hier steht, genießen Sie ein revolutionäres Duscherlebnis mit dem Canobo Duschtab. Das macht man also, ja, man dreht die Dusche auf und legt den Duschtab weit weg vom Abfluss, also einfach auf die andere Seite natürlich, schließt die Augen und genießt einfach die Gerüche, die verschiedenen ätherischen Öle. Und ja, da bin ich richtig gespannt, das werde ich direkt nachher ausprobieren. Da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Ich stelle mir das gerade total toll vor. Man riecht das durch die Verpackung. Das riecht schon richtig fruchtig, zitronig, muss ich sagen. Türchen Nummer 8 glänzt diesmal mit einer Kosmetikreihe. CBD in Kosmetik soll ja so gegen Hautunreinheiten kämpfen oder diese auch gerne besiegen. Reguliert also die Talgproduktion und wirkt so dem Grundproblem von öliger zu Unreinheiten neigender Haut entgegen. Das kann ich gut gebrauchen. Ich habe auch immer so meine Problemchen. Und wir bekommen hier also so ein Päckchen, was sich hinten öffnen lässt. Und mit verschiedensten Proben glänzt. Wir haben hier 4 verschiedene Proben. Auch immer ein Anwendungskärtchen dabei. Hier zum Beispiel Skin Recovery Serum. Mit Hyaluron und Extrakten aus Hanf, Hopfen, Arganfrüchten, Trauben, Ringelblumen, Echinacea und viel mehr. Ja, die Liste ist lang. Und alles biologisch aus rein natürlichen ätherischen Öl. Das ist schon immer sehr, sehr wichtig. Und bekommen hier eine Probe, die man morgens und abends auf das Gesicht, Hals und Dekolleté einmassieren soll. Und dann vor allem für spröde, juckende, rissige, gerötete und irritierte Haut. Wir bekommen aber weiterhin noch eine Bodylotion, ein Face Cleansing Gel und ein Bodyöl. Und ganz unten, wie ihr sehen könnt, noch ein Gutscheincode für diesen Online-Shop. Als nächstes bekommt ihr Day and Night CBD Öl Set. Diese kleinen Fläschchen, die ihr also wunderbar morgens und abends anwenden könnt. Da sind jeweils 5 Milliliter drin. Da man da aber sehr, sehr wenig benutzt, reichen die auch sogar eine ganze Weile. Das eine nimmt man morgens, um Energie tagsüber zu bekommen. Da ist also Chiasamenöl und CBD verarbeitet und einige Omega-3-Fettsäuren nochmal extra angereichert, um natürlich energievoll in den Tag zu starten. Und im Abendöl findet ihr noch eine Anreicherung von Kamillenöl, damit ihr den anstrengenden Tag, so gut es geht, ausklingen lassen könnt und entspannt einschlaft. Zusätzlich findet ihr dann auch noch einen 10-Euro-Gutschein für den Online-Shop. Weiter geht's mit einem richtig tollen Hanfblütentee, die Weihnachtsedition. Wir bekommen hier 100% Hanfblüten aus deutschem legalem Nutzhanfanbau von Münsterland, hanf.de. Das ist Cannabisblütentee,
der aus den Blättern, aber auch den Blüten der Cannabispflanze gewonnen werden. Und wir haben hier einen sehr beruhigenden Effekt für die Konsumenten. Ich habe tatsächlich auch Hanfblütentee zu Hause, nicht diesen, eine andere Sorte, und kann euch sagen, dass der Geschmack sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber für alle, die gerne so kräftigen, stark würzigen Tee trinken, ist das auf jeden Fall super, da der natürlich auch sehr gesund ist, muss man auch immer noch dazu erzählen. Hier dann natürlich auch gerne nochmal eine Information über Münsterland Hanf. Hier steht zum Beispiel, dass er entgiftend und appetitregulierend wirkt. Weiter geht's mit Türchen Nummer 11. Hier bekommt ihr Hanfsamen, die schon mal geschält sind. Die habe ich tatsächlich auch immer zu Hause. Ich mache mir die immer ins Müsli rein. Die sind total lecker, kann ich euch sagen. Die schmecken so sehr nussig und die kann man auch für alle möglichen andere Gerichte verwenden. Zum Beispiel kann man die auch gerne mit in den Joghurt reinmachen oder auch in den Salat. Wir haben hier einen sehr hohen Anteil an Eiweiß von 20-25% und 10-15% Ballaststoffe. Außerdem sind hier sehr viele Mineralien und Vitamine drin, die euch super über den Tag versorgen und auch hier natürlich die optimale Versorgung von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Weiter geht's mit etwas sehr Außergewöhnlichem für einen Adventskalender. Wir bekommen nämlich den Alpha Boost All in One. Das ist ein Düngemittel, ein pflanzliches Düngemittel ohne chemische Zusatzstoffe, das vor allem für, na, wo steht's hier, für die Keimung von Samen, für die Bewurzelung von Stecklingen, Umsetzen in der Wachstumsphase und auch in der Blütephase eingesetzt werden kann. Hier steht dann nochmal, das beschleunigt die Keimung, Wurzelbildung, Wachstum und Blüte, steigert den Ernteertrag, kräftigt die Pflanze, reduziert Stress, Schädlingsbefall und Krankheiten, fördert das Bodenleben, optimiert die Nährstoffaufnahme, verringert Versalzungen und verhindert Fäulnis, ist 100% vegan, also alles tippitoppi, finde ich richtig klasse. Ich probiere das auf jeden Fall direkt mal an für meine Zimmerpflanzen. Und da bin ich schon mal richtig gespannt. Damit habe ich gar nicht gerechnet in diesem Kalender, ist doch echt mal was anderes. Im nächsten Türchen finden wir dann diese beiden kleinen Tüten. Das sind Hundesnacks. Einmal aus Huhn und einmal aus Fisch. Die sind auch richtig süß verpackt. Also selbst wenn ihr keine Hunde habt, da freut sich auf jeden Fall jeder, den ihr beschenkt. Nummer 14 beinhaltet auch nochmal was richtig Schönes. Nämlich diesen Bio-Honig. Hier sind 15 Milligramm CBD verarbeitet und das wurde noch ein bisschen mit Mandelöl angereichert. Finde ich klasse. Honig mag ich auch gerne. Kann man ja auch super allgemein verwenden. Zum Backen zum Beispiel oder ganz normal zum Süßen. Hier wird also der Honig, der eh schon voller Antioxidantien steckt, nochmal mit dem Antioxidantien-Booster, dem CBD, vermengt. Weiter geht's mit der 15. Hier kriegt ihr nochmal CBD-Öl, Vollspektrumöl. Das ist ein Tester, wie ihr sehen könnt. Und ja, Verzehrsempfehlungen steht alles drauf, ist ähnlich. Und ihr könnt euch hier also durch die verschiedenen CBD-Ölproben durchprobieren. Als nächstes bekommt ihr dreimal Feuchtigkeitspad von Boveda. Das besteht aus einer speziell zubereiteten gesättigten Lösung aus reinem Wasser und natürlichen Salzen und die befindet sich in einer wasserdampfdurchlässigen Umkehrosmosemembran. Ihr legt also dieses Tütchen ohne Verpackung, so wie hier, ohne diese zu öffnen, unter euren Tabak und dieser gibt kontrolliert Feuchtigkeit ab bis zu 3 Monaten und das ist natürlich ganz klasse für alle Raucher. Und ja, ich habe eins mal für euch geöffnet, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. Ihr habt hier die Membran und innen drin diese Salze. Ihr zu Hause solltet das natürlich gerne zulassen, aber die legt man wirklich geschlossen, einfach unter den Tabak. Türchen Nummer 17 wartet hier mit einem richtigen Highlight des Kalenders auf. Wir finden hier Wanderskraut der Sorte Kompolti. Das ist eine Probiermenge von 5 Gramm aus Kalabrien. Und hat 5% CBD. Ich öffne das mal für euch. Das sieht dann so aus. Wir finden hier also die Blüten, die nicht mit der THC-Sorte verwandt sind. Das riecht auch gar nicht nach typischem Grasgeruch. Das riecht sehr frisch, nach Eukalyptus ein bisschen, aber auch nach
ja, ein bisschen zitronig und nach Nelke vielleicht ein bisschen. Also sehr, sehr lecker riecht das, muss ich sagen. Gar nicht nach irgendwelchem Kraut oder nach Wald. Und es soll auch dementsprechend schmecken. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, werde ich aber noch tun. Und ja, bei Interesse gerne ein Update geben. Hier seht ihr zum Beispiel auch, dass diese Feuchtigkeitspads verwendet wurden. Die legt man also einfach rein, nur nochmal zur Wiederholung. Aber hier geht es natürlich um das Wanderkraut. Ihr bekommt hier auch nochmal für den Online-Shop einen 50%, ach Quatsch, einen 50-Euro-Gutschein. Und seht dann hier nochmal, um was es sich genauer handelt. Weiter geht's mit einer Zahnpflege, nämlich den Cannabis-Kaugummis mit 12 Gramm CBD und 12 Stück. Ich zeige euch die nochmal genauer. Sehen ganz normal aus natürlich, nur dass die vielleicht ein bisschen entspannend wirken. In der 19 befindet sich nochmal etwas Kosmetisches, nämlich eine Hanf-Handcreme. Ich habe mich richtig gefreut, als ich das gerade geöffnet habe, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine spezielle Weihnachtsedition von STYX Naturkosmetik. Und die riecht richtig leicht, ganz sanft. Und hier wurde Shea-Butter, Ringelblumenöl, Zirbelkieferöl und natürlich etwas von dem Hanföl, dem kaltgepressten Hanföl verwendet und eignet sich vor allem für sensible Haut. Ich bin richtig begeistert, freue mich mega, die auszuprobieren. Ich habe nämlich auch immer so ein Problem mit trockenen Händen. Noch ein weiteres Highlight in diesem Kalender finde ich Türchen Nummer 20. Hier bekommt ihr Messetickets für das Jahr 2020 für 3 Messen. Ihr bekommt also kostenlosen Eintritt zur Cannatrade in Bern, zur Hanfexpo in Wien und zur CBD-Messe in der Wiener Neustadt. Ich kann das ja mal öffnen. Die sehen so aus. Ach, seht mal hier, hier versteckt sich auch noch ein Gutschein für einen gedruckten Kanadu-Kalender, der dann so aussieht. Ja, Mensch, richtig toll. Hier also Gutschein zum freien Eintritt zur Messe. Die findet hier vom 17. bis 19. April nächstes Jahr statt in der Arena Nova. Dann eine Cannatrade mit einmal gratis 3-Tages-Pass, oh sogar für 3 Tage. Hm? Und zu guter Letzt die Wiener Hanfmesse von 24. bis 26. April in der Markshalle. Wir kommen zu Türchen 21, der Endspurt naht. Hier bekommen wir ungeschälte Hanfsamen als Futtermittel, die sich perfekt für die Ernährung eurer Tiere eignen, für Vögel, Hunde, Katzen. Ihr könnt die aber gerne auch selbst probieren. Weiter geht's mit einem Hanföl 500, ein Nahrungsergänzungsmittel mit einer Füllmenge von 30 Millilitern. Hier sage ich euch mal, wieso die Empfehlungen sind. Das sind hier eine halbe Pipette, die man zweimal täglich benutzt. Und zwar eine halbe Pipette, wie gesagt, unter die Zunge tropfen, 30 bis 60 Sekunden einwirken lassen und dann schlucken. Im vorletzten Türchen findet ihr hier ein CBD Deluxe Hanflikör mit 18% Volumenalkohol. 20 Milliliter ist also ein Shot und soll einen bittersüßen Geschmack von Holunderblüte und eine Hanfnote im Abgang haben. Ich freue mich schon richtig, den hebe ich mir vielleicht bis zum Silvesterabend auf oder bis zum Weihnachtsabend und probiere den dann mal aus. Kommen wir auch direkt schon zum Heiligabend. Der überrascht nochmal so richtig mit einem Highlight, nämlich diesen CBD-Aromablüten von Sissi. Die duften schon sehr, sehr stark nach Terpen. Terpene sind die Geruchstoffe, die für den typischen Geruch des Hanfs sorgen. Und wir bekommen hier ein ganzes Tütchen voller rauchbarer CBD-Blüten. Kommen wir nun zum Abschluss dieses Kalenders mit dem besonderen 25. Türchen. Wir bekommen hier einen tollen aromatisierten weinhaltigen Cocktail mit echtem Hanfextrakt. Das ist für mich auch komplett neu, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Aber auf diesem Kärtchen steht auch, dass es der erste Hanfrisante am Markt ist. Ihr seid also die ersten Menschen, die diesen probieren werden. Wir haben hier 200 Milliliter, der ist trocken und hat einen Alkoholgehalt von 8%. Da bin ich schon richtig gespannt, wie der schmeckt. Den hebe ich mir auf jeden Fall auch auf. Und es war doch nochmal ein richtiges Highlight. Hier seht ihr nochmal alle Produkte des Hanfkalenders aufgebaut.
Hier ist mein Fazit tatsächlich, dass ich absolut begeistert bin. So mit so einer großen Produktvielfalt hätte ich bei diesem Kalender überhaupt gar nicht gerechnet. Wir haben hier nicht nur Nahrungsmittel wie Schokolade, Honig, Riegel, was ich ja schon super toll finde und so gar nicht kenne, sondern auch alkoholhaltige Getränke, etwas zum Rauchen, wir haben Tee, wir haben verschiedene Öle, aber auch an die Tiere wurde gedacht und auch an die Pflanzen, beziehungsweise auch an den Tabak mit den Feuchtigkeitspads. Ich bin wirklich begeistert und es ist einer der einzigen Kalender, wo ich für mich gesagt habe, dass ich diesen im nächsten Jahr tatsächlich nochmal kaufen würde, was bei mir wirklich nicht so oft vorkommt. Bei mir ist eigentlich immer so, dass ich jedes Jahr mir etwas anderes hole, es sei denn, ich bin wirklich begeistert, was dieser Kalender geschafft hat. Und vor allem auch die Messetickets waren ja auch nochmal so ein Highlight für 3 verschiedene Messen. Das ist echt klasse, muss ich sagen. Wenn ihr euch dafür interessiert, egal ob ihr euch mit den Produkten auskennt oder nicht, oder ob ihr jemanden kennt, den ihr damit eine Freude machen würdet, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee für alle und kann ich jedem wirklich wärmstens empfehlen. Und ich wäre auch super interessiert an eurer Meinung. Was haltet ihr denn von dem Kalender? Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen und ich freue mich, wenn ihr einschaltet auf das nächste Video von meinadventskalender.de.